Liebe Finanzmarktwelt-Community, ich nehme Sie heute wieder mit in die Welt von Angst und Gier, in die Welt der Charts. Denn so ein Chart, der zeigt ja die Fußabdrücke der Marktteilnehmer, die tatsächliche Interaktion. Und daran können wir feststellen bzw. ablesen, wo sind früher Käufer aktiv gewesen, wo sind Verkäufer aktiv gewesen. Und da besteht eine gute Chance, dass das wieder der Fall ist. Und wie das Ganze abläuft bzw. wie es momentan an den Märkten aussieht, das schauen wir uns jetzt wieder am Chart an. Und wir starten mit dem Blick auf den DAX Future. Der ist nämlich ziemlich spannend. Und nochmal kurz der Blick zurück in die Vergangenheit. Da hatten wir immer Käufer aktiv zwischen 14.800 und 15.100 Punkten. Dann hatten wir hier schon mal einen möglichen Short Trade angesprochen. Bam. Das heißt, an dem Niveau, wo früher gekauft wurde, alte Unterstützung wird zum Widerstand, war Widerstand. Stop Loss hier drüben. Jetzt nähern wir uns diesem markanten Niveau wieder an. Und ich erwarte erneut Verkaufsdruck. Ich erwarte erneut, dass der DAX nicht direkt nach oben durchzieht. Auch das ist natürlich möglich. Und das wäre dann ein richtig starkes Zeichen. Da müssen wir uns klar werden, um Gottes Willen, die Käufer haben richtig Bock auf den DAX. Und dann könnte man Rücksetzer auf dieses Niveau schon wieder kaufen, um für Longs in Richtung vielleicht sogar Allzeithoch zu spekulieren. Aber so weit sind wir nicht. Wir laufen im Widerstand an. Das heißt, hier ist eine mögliche Short-Position einzuplanen. Im letzten Anlauf sind wir hier fast an die Mittellinie gelaufen. Da hatte ich eher im unteren Bereich geschortet. Jetzt würde ich tatsächlich den Short ein bisschen höher setzen. Stop-Loss können wir so lassen wie vorher, denn wenn der DAX dieses Niveau erreicht, dann will ich gar nicht mehr dabei sein. Eben, dann tritt nämlich das Szenario in Kraft. Käufer sind stark. Und dann will ich nicht mehr short sein. Kursziele würde ich wieder annehmen wie jetzt. Wenn wir den Einstieg ein bisschen kleiner gestalten, haben wir insgesamt ein kleineres Risiko. Prozentual, ich sag mal, wenn man sich das vorstellt, hier bei diesem Trade 1% des Depotwertes riskieren, hat man so mal 2% am Profit gemacht. Und jetzt ist es ein bisschen kleiner, das Risiko, weil ich höher einsteige. Und da würde man ein bisschen mehr rausholen. Ich würde aber auch wirklich nicht auf Kurse unter 13.800 spekulieren. Kann sein, dafür ist der DAX mir momentan zu unsicher. Also DAX, super spannend. Ein bisschen bullischer sieht's an den US-Märkten aus. Und hier sind wir in den letzten Tagen bam bam richtig nach oben angezogen. Also hier hatten die Käufer tatsächlich Lust auf US-Aktien. Wir hängen momentan immer noch an diesem Widerstand. Und hier war alte Unterstützung, wurde hier schon mal ein bisschen aufgeweicht. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Ich sehe eher den Bereich 4.300 als Widerstand, als Zielmarke für die nächste Woche. Und da könnte es dann auch sein, dass der DAX entsprechend oben im Bereich der 15.000-Punkte-Marke ankommt. Und hier wird es nochmal richtig spannend. Hier erwarte ich erst einmal zumindest eine kleine Gegenbewegung. Sie kann auch größer ausfallen. Das wissen wir nicht. Es geht im Trading, geht es ja immer darum, where is the next positive expectancy trade, so habe ich es gelernt. Also wo ist ein möglicher Einstieg, ein möglicher Trade, der uns eben, wie mit diesen Risikovielfachen dargestellt, der uns eine gute Chance gibt, dass sich der Markt entsprechend bewegt, dass wir eine Dynamik entstehen sehen. So, und hier wäre das ist schon ein recht starkes Zeichen. Wenn wir uns im Bereich 4.300 den Kopf anstoßen und hier nur so ein bisschen seitwärts laufen, dann haben wir eine gute Chance, dass der Ausbruch nach oben erfolgt. Und dann wäre 4.600 Punkte das nächste Ziel. Soweit ist es aber noch nicht. Deswegen müssen wir hier einfach erstmal Füße stillhalten und warten. Schauen wir uns den Russell 2000 an. Und hier auch noch so ein bisschen was zu lernen. Wir hatten markante Verlaufshoch 2018, dann 2020 nochmal Seitwärtsbewegung. Das Niveau wurde überschritten. Alter Widerstand wurde zur Unterstützung. Und vom Hoch haben wir eine Korrektur um 30% gesehen. Russell 2000 sind so, ich sag mal, der S-DAX in den USA. Und eine 30-prozentige Korrektur lädt durchaus ein, um langfristige Positionen aufzubauen. Also wirklich Buy and Hold kaufen, Augen zumachen, Kostolani, Schlaftablette nehmen und weiß nicht, in 10 Jahren wieder Augen öffnen. Und dann steht der Russell 2000 wahrscheinlich, so ist Buy and Hold, steht er wahrscheinlich höher. Wir können es nie sagen, aber das ist eben auch das Gefährliche an Buy and Hold.
Aber sowas bietet natürlich auch eine Chance eher für kurzfristige Trader. Und hier haben wir jetzt, wenn wir uns das angucken, das ist langfristiges Unterstützungsniveau und aktuell sind wir im Widerstand. Der ist aber eher kurzfristig, weil er sich nur, ich sag mal, hier über ein paar Wochen gebildet hat und nicht über ein paar Jahre wie hier. Und daher sehe ich hier wieder die Chance, dass wir zumindest als nächstes Ziel so den Bereich 2,1, 2,150 sehen. Silber, oh, das ist schwierig. Eigentlich war es ein perfektes Einstiegsniveau. Ordentlich abverkauft, gefallen, 22 war für mich Kaufniveau. Klappt aber nicht. Das Unterstützungsniveau wurde unterschritten. Stops wurden wahrscheinlich ausgelöst. So, und jetzt, wenn wir uns diese Bewegung nach oben anschauen, die ist nicht so sonderlich dynamisch, sondern eher so schleppend hoch, runter, Reibereien zwischen Käufern und Verkäufern. Und deswegen bin ich von dieser Aufwärtsbewegung momentan noch nicht überzeugt. Ich erwarte, so wie hier dargestellt, eher nochmal einen Schub nach unten, 18,50 bis 19, wäre wieder so ein optimales Einstiegsniveau. Soweit sind wir noch nicht, abwarten. Wir gucken uns kurz den Funeg Gold Miners ETF an, den GDX. Und wer fundamental ausgerichtet ist, dann schaut euch doch mal so ein paar Minenwerte an. Da gibt es wirklich einige, die sind relativ günstig bewertet. So zumindest nach meinem, ich sag mal, laienhaften, fundamentalen Blick. Aber ich bin ja ein Freund davon, das nicht zu verteufeln. Oh, Fundamentalanalyse schlecht oder ne, Aktienanalyse. Man sollte das miteinander vermischen, gerade wenn es darum geht, langfristige Positionen aufzubauen. Da haben einige Minenaktiengesellschaften, haben in den letzten Jahren wirklich viel Schulden abgebaut und so weiter. Deswegen ist der Bereich für mich weiterhin sehr, sehr interessant, auch wenn es im Silber vielleicht nochmal zum Rutsch nach unten gibt. Achtung, Natural Gas. Energiepreise sind ja in aller Munde. Aber aus technischer Sicht ist hier erstmal ein Ende zu sehen. Denn wir sehen hier ein markantes Verlaufshoch, neues Hoch, bam, starke Gegenbewegung. Neues Hoch, so Schatten oben, Gegenbewegung. Das spricht alles eher für eine Trendumkehr. Jetzt weiß ich nicht, laufen wir wirklich bis 6,50, laufen wir tiefer, keiner weiß es, who knows. Aber wenn man long ist, muss man vorsichtig sein. Kann auch sein, dass wir hier einfach nur seitwärts laufen. Das wäre dann wiederum ein Zeichen der Stärke. Und jetzt kommen natürlich wieder, ja, Märkte können fallen oder steigen. Ja, natürlich können sie das. Ist ja auch so. Aber wenn wir diese Zeichen erkennen, und ich sage mal, wenn wir long sind, dann ist es einfach an der Zeit, aus dem Markt auszusteigen. Und natürlich könnte man hier auch zum Beispiel eine Short-Position aufbauen, irgendwo zwischen 9 und 59, um auf sowas zu spekulieren. Wenn das überschritten wird, dann müssen wir sagen, okay, ich lag falsch. Aber wieder in diesen Chance-Risiko-Verhältnissen denken. Da hätte ich, sag mal, grob 50, 70 Cent Risiko und ein paar Dollar nach unten an möglicher Chance. Das ist Trading. Noch ein Blick auf den Euro-US-Dollar. Und ja, der Euro ist ja quasi schon zu Grabe getragen worden. Aber auch hier wieder technische Sicht. Diese markanten Verlaufstiefs, die haben den Euro gehalten. Ich habe selber schon nicht mehr damit gerechnet, weil wir uns kurz vor dem Unterstützungsniveau nur so seitwärts bewegt haben. Das ist in der Regel kein so besonders pralles Zeichen. Aber dann kam nochmal der Rutsch nach unten und dann starke Gegenbewegung. Ich hatte es hier mal mit eingezeichnet. Was ich erwarte, man muss sich immer verschiedene Szenarien aufstellen, damit man auf keinen Fall irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt wird. Und man denkt so, oh, damit habe ich aber nicht gerechnet. Vorher mal alles durchdenken. Und hier Folgendes kann passieren. Euro, bam, wäre einfach durchgelaufen. Ganz klares Zeichen der Schwäche. Hätte man shorten können. Brr, aggressiv weiter nach unten im Trend. Jawohl. Jetzt haben wir aber die dynamische Gegenbewegung. Wie kann so eine Gegenbewegung laufen? Fangen wir mal hier in Rot an. Oh, seitwärts, ne? So hoch, runter, hoch, runter. Oh, auch ein Zeichen der Schwäche. Dann kann man sich schon mal drauf einstellen. Euro kriegt noch auf die Finger. Parität und tiefer möglich. Jetzt haben wir aber eher Dynamik gesehen. Und aus diesem Grund bin ich tatsächlich für den Euro mal wieder bullish, zumindest in dem Bereich 1,11, 1,12. Danach, also breite Seitwärtsbewegung, da kann wieder alles passieren. Finger weg, aus dem Markt raushalten, daneben stellen und gucken, was passiert. Ich habe noch eine ganz interessante Sache, wenn ihr Unternehmer seid und wenn ihr Kapital übrig habt, schaut mal, ich habe ein Video gemacht, wie man aus steuerlicher Sicht Kursgewinne bei Aktien, ganz wichtig, es geht nur um Aktien, Kursgewinne bei
Aktiengesellschaften, wie man da fast steuerfrei die Kursgewinne vereinnahmen kann. Ich packe mal das Video, habe ich mit meiner Steuerberaterin aufgenommen, packe ich mal unten in die Beschreibung. Und jetzt wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Guckt gerne mal auf meinem Kanal vorbei, Mario Starnrücken. Abonniert ihn, schaut euch meine Videos an, würde mich mega freuen. Ich wünsche euch alles Gute, ich wünsche euch ein schönes, langes Wochenende.